Moin Moin, mein Name ist Roman. Welcome to Fusion and Fission Labs in Mark Fusion. Okay, alles klar. Genau, ich bin hier in einem Labor gelandet. Und zwar ist das nämlich ein Minecraft-Labor. Eine Karte, die man sich im Minecraft-Marketplace kaufen kann. Und so, wie ich das richtig verstanden habe, hat die 8 Euro gekostet. Okay? 8 Euro habe ich für eine Minecraft-Karte ausgegeben, um mir dieses verschiedenste Gemüse anzusehen. Nein, mein Spaß. Kein Gemüse könnte mich tatsächlich überreden, 8 Euro auszugeben. Aber eine Karte mit coolen Funktionen würde es schon. Okay, wir haben nämlich hier eine Karte, die anders ist. Wow. Okay. Wir haben hier die Möglichkeit, zwei verschiedene Tiere auszuwählen und diese dann miteinander zu fusionieren. Und wenn wir zwei einzelne Tiere nehmen, bekommen wir ein großes Tier. Okay, wenn wir ein falsches Tier nehmen, bekommen wir ein ganz gefährliches Blockmonster. Lass uns üben. Wir haben jetzt eine Waffe gerade bekommen und mit dieser Waffe können wir... Alter, wie sieht diese Waffe denn bitte aus? Okay, alles klar. Wir können jetzt mit dieser Waffe Tiere bearbeiten. Das heißt, wir können also auch in dieser Karte dann Tiere miteinander vermischen. Wir checken mal, wie das funktioniert. Hier haben wir ein Schweinchen. Hallo, Schweinchen. Und dann rechtsklick mal auf das Schweinchen drauf. Great. As you can see, it turned into a spawn egg that is now in your inventory. Okay. Okay, jetzt soll ich das gleiche mit dem Pferd auch machen. Mit dieser Waffe sorgen wir dafür, dass wir die Tiere sozusagen in ihre Eier wieder reinbekommen. Das heißt also einmal rechts mit hier drauf. Und dann haben wir das als Ei. So, wir müssen jetzt hier auf die rechte Seite das Pferd platzieren. Ta-ta-ta-ta! Damit ist es erstmal in dieser Kiste da mit rein platziert. Und auf der linken Seite können wir jetzt das andere Tier platzieren, mit dem wir das Pferd kombinieren wollen. Also nehmen wir einfach mal das Schwein. So, okay. Alles klar. Jetzt haben wir zwei Tiere mit eingesetzt. Und jetzt können wir mit diesem roten Knopf ein Pferd und ein Schwein miteinander kombinieren und gucken, was mal da rauskommt. Dann muss ich das irgendwie links klicken. Okay. Okay, die Türen gehen zu. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Beide werden da irgendwie so hochgehoben. Oh, jetzt werden beide gedreht. Oh, crazy. Was? Wow. Was ist das? Oh mein Gott. Es ist einfach ein Pferd, was mit einem Schwein gemischt ist. Oh, wow. Okay. So, das war jetzt das Tutorial. Wir können jetzt also einfach das machen, worauf wir Lust haben. Heute sind wir Wissenschaftler und können uns einfach um das kümmern, worauf wir Lust haben. Zum Beispiel einen Keks essen und ein paar Sachen mitnehmen. Einfach aus meinem Laboratorium oder aus meinem Häuschen, was auch als Laboratorium benutzt wird. So, hier haben wir noch ein paar Items und ein bisschen was zu essen haben wir auch gefunden. Und jetzt gucken wir mal, dass wir vielleicht uns ein bisschen darum kümmern, dass wir hier ein paar Tiere miteinander mischen können. So, wer bist denn du? Guten Tag. Ab ins Gefängnis. Oh, geht gar nicht. Ab ins Gefängnis. Oh, geht gar nicht. Okay, schade. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir hier ein paar Tiere wieder miteinander verbinden. So, das bedeutet, dafür benötigen wir erstmal Tiere. Wo finden wir denn welche? Guck mal, können wir das Pferd jetzt einfach so, können wir da einfach hingehen und das dann einfach so... Oh, jetzt bin ich einfach draufgestiegen. Einmal hier. Einmal mitnehmen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein Pferd. Das Pferd könnten wir jetzt auf jeden Fall schon mal mischen. Ein Fisch müssen wir mitnehmen. Leute, ein Fisch. Okay, check this. So. Kann ich den mitnehmen? Nee, oder? Kann ich den Lachs mitnehmen? Nee, kann er nicht, kann ich nicht. Wenn man da hinschwimmt, findet man so einen Ertrunkenen. So, schnell, schnell, schnell. Der schwimmt jetzt auch zu uns. Komm, 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 warte mal, ich muss den hochbekommen. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. So, mein Guter. Komm, hier oben bin ich. Komm, 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 komm. Jetzt hab ich ihn. Jawohl! Oder? Nee. Doch, ertrunkener Spawn. Perfekt. Hey, sag mal, warum bist du denn immer noch da? Und was ich auch noch gesehen habe hier in der Ecke. Oh, ein Babyschwein. Babyschwein mitnehmen. Mitnehmen. Okay, was können wir noch auswählen? Da, ein Hühnchen, ein Hühnchen. Hallo. Und es hat sich ausgeborgt. Wir nehmen dich mit.
So, einfach jedes Tier in diesem Dorf hat einfach ein Problem. Und zwar dieses Problem bin ich. Das erste, was ich ausprobieren möchte, ist mal einen Giganten zu machen. Weil er hat nämlich im Tutorial am Anfang erklärt gehabt, dass wenn man jetzt beispielsweise hier auf die linke Seite einen Ertrunkenen reinspawnt, so, der da drin steht, und dann auf der anderen Seite ebenfalls einen Ertrunkenen reinsetzt, dann hat man die Möglichkeit, einen Giganten zu bekommen. Checken wir das mal aus. Set a random pair. Ach so. Oh. Oder clear the cells. Okay, jetzt habe ich gerade selber Tiere einfach geholt. Ich wusste nicht, dass man eigene Tiere setzen kann. Aber wir drücken mal aufs Knöpfchen. So. Und dann gucken wir mal, was da jetzt gemixt wird. So. Beide von denen dürften jetzt so hochgehoben werden, ne? Und einmal durchgemixt werden. Und in der Mitte erscheint... Oh nein, wir haben so einen Blob bekommen. Oh nö, was ist das denn? Oh nö. Was wir jetzt mal mischen, ist ein Schwein mit einem Huhn. Okay, checken wir das mal aus. Also, auf die rechte Seite ein Schwein. Und auf die linke Seite ganz entspannt das Huhn, was wir gefunden haben. So, gucken wir mal, was das ergibt. Schwein und Huhn müsste eigentlich ein Schwun ergeben. Oder wie auch immer. So, gucken wir mal. Wir machen die Türen mal zu und lassen die mal so ein bisschen twisten. Und gucken mal, was da jetzt bei rauskommt. Es wird gemixt und... Hilfe, was ist das? Es ist ein Schwein mit einem Huhn gemischt. Oh nein, schau dir das mal an, dieses Schwein. Oh, was ist das? Das ist einfach ein Schwun. Und? Na, wie geht's dir? Sag mal, wenn ich den umbringe, ja? Kurze Frage. Kriege ich dann Schweineschinken oder bekomme ich dann ein Hühnchenfleisch? Also, was kriege ich da? Gib mal her. Sag mal, was hast du? Was hast du? Was kriege ich, wenn ich dich esse? So. Oh, okay. Wir haben zweimal Schinken bekommen. Okay? Das war also eher ein Schwein als ein Huhn. Okay? Gut. Da ich jetzt herausgefunden habe, dass man hier nicht nur die Tiere suchen muss, können wir auch einfach mal random was bestimmen. So. Zum Beispiel auf der linken Seite haben wir... Oh! Auf der linken Seite haben wir nichts. Und auf der rechten Seite ein Pferd. Okay, wir machen mal neu. Okay. Oh, was? Was ist das? Also, auf der rechten Seite haben wir jetzt erstmal einen Enderman. Nicht angucken, sonst wird er böse. Und auf der linken Seite haben wir so ein richtig fieses Warzenschwein. Oh, es ist widerlich. Okay. Das kann auf jeden Fall interessant werden. Das Warzenschwein kommt sogar frisch aus dem Nether. Und wir mischen die beiden mal zusammen. Enderman mit dem Warzenschwein ergibt in der Mitte... Oh nein, was ergibt es? Was ergibt es? Ich habe Angst. Oh, wieder so ein Blob. Ich wusste gar nicht, dass man da immer mehrfach solche Blobs bekommt. Okay, wir probieren nochmal was aus. Random. Okay, Schwein auf der linken Seite mit Kuh auf der rechten Seite. Wir mixen. Mix, mix, mix. Okay, was bekommen wir in der Mitte? Oh, ist ja, ich bekomme langsam Angst. Und es ergibt. Au, au, au. Es ist ein Schwein mit Kuhskin. Es sieht furchtbar aus. Oh, ich nenne dich Schweinkuh oder Kuhschwu, Kuhschwein, Kuhschwei, Kuhschwei. Du bist ein Schwein, aber auch eine Kuh. Buh. Okay, das ist wirklich eine schlimme Kreation. Und wir haben... Links ist ein Villager reingegangen, Leute. Links ist ein Villager reingegangen. Ja, perfekt. Dann nehme ich mal hier einmal dieses Schwein hier mit. Und wir mischen mal einen Villager mit einem Schwein. Einmal hier das Schwein reinsetzen. Villager mit Schwein gemischt. Der Villager ist von alleine da gerade reingelaufen. So ein Trottel. So, und wir können das Ganze hier mal wieder miteinander verbinden. Lassen die beiden mal wieder miteinander kombinieren und bekommen raus... Oho! Mr. Village Schwein. Hallo, Mr. Village Schwein. Guten Tag. Klein sind sie geworden. Was ist das? Okay. Er hat auf jeden Fall ein normales Aussehen. Also vom Körper. Und nur der Kopf ist irgendwie anders. Und er ist kleiner. Aber er kann handeln. Er kann einfach handeln. Okay, nicht schlecht, Mann. Nicht schlecht. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Leben, Mann. Wir machen mal nochmal einen weiteren Versuch. Oh, was haben wir denn da links jetzt reinbekommen? Oh, ein Schleim auf der linken Seite. Und, oh, nö, nicht schon wieder so ein Warzenschwein. Aber vielleicht ergibt es diesmal was. Warzenschwein mit Schleim? Das lass mal lieber sein. Oh,
Ich habe gerade eben gesehen, dass da so ein Villager wieder reingelaufen ist. Oh nö. Was? Was ist das denn? Das ist einfach ein Geisterschwein geworden? Was soll das denn? Oh nein. Der Villager, das Villager-Schwein ist reingelaufen. Eieieiei. Sag mal, oh nö, jetzt will uns das die ganze Zeit hier töten. Einmal bitte einsaugen. Einmal weg mit dir. Danke. So, hier müssen wir auf jeden Fall wechseln. So, und haben dann hier einmal blub, ein Hühnchen auf der einen Seite. Und ein Creeper auf der anderen. Okay, den Creeper werde ich jetzt nicht mehr anfassen. Letztes Mal ist er mir explodiert. Deswegen drücke ich einfach drauf und verschmelze ein Hühnchen mit einem Creeper. Wir schauen rein, was rauskommt. Wir schauen rein, was rauskommt. Und es ist... Nein! Was war das? Das war ein Creeper-Huhn, was sofort explodiert ist. Es ist einfach sofort explodiert. Gehen wir mal in eine nächste Runde. Und nochmal eine nächste. Und kombinieren diesmal wirklich zwei von derselben Sorte. Und zwar eine Kuh mit einer Kuh. Und gucken mal, was da rauskommt. Weil... Wenn wir nämlich zwei Kühe gleichzeitig kombinieren, dürfte hier eigentlich eine gigantische Megakuh entstehen. Alter. Hallo Megakuh. Hey. Das ist echt eine richtige Megakuh. Die ist wirklich richtig mega groß einfach. Jetzt schauen wir mal, ob diese Megakuh auch mehr Leben hat, beziehungsweise ob man die auch einfach so mit der Hand einfach so killen kann. So, wir gucken mal. Ey, die hat auf jeden Fall mehr Leben als eine normale Kuh. Fragt sich nur, ob die auch mehr Fleisch fallen lässt. Und tatsächlich 6 rohes Rindfleisch für eine Megakuh. Das ist auf jeden Fall ein guter Deal, den man so nicht auslassen kann. Okay, Creeper und Zombie. Oh, ist das die Kreatur des Bösen? Wir schauen mal. Also ich darf diesmal nicht zu nah an diesem Geschöpf dran sein, weil es ist mal wieder ein Creeper, der uns hundertprozentig explodieren wird. Es ist ein Creeper-Zombie. Okay, es ist eigentlich nur ein Zombie, der tatsächlich ein Creeper-Gesicht hat. Und wahrscheinlich kann er ebenfalls explodieren. Er sieht ganz komisch aus. Er sieht krank aus. Deswegen lass ihn mal wegnehmen. Einmal in unsere Sammlung rein. Dadurch haben wir jetzt den Zombie-Creeper. Den Zombie-Creeper. So, schauen wir mal, was wir hier noch reinbekommen. Wieder dieses Warz. Nein, 2 von diesen Schweinen weg damit. Schnell, schnell, schnell. Ein Wolf und ein Pferd mit der Kombination. Das ist auch nochmal sehr interessant. Wir schauen mal, was wir da rausbekommen. Weil auf dem Pferd kann man ja reiten, ne? Vielleicht bekommen wir dadurch einen reitbaren Wolf. Wir schauen mal rein. Oh, was? No way. No way. Was ist das? Moin. Oh, hallo, hey, Kleiner. Hey, hey, hey. Okay, warte mal, warte mal. Wir gucken mal, ob der tatsächlich Knochen mag. Wir können mal die Knochen ausprobieren. Tatsächlich. Es ist ein Hund. Es ist ein Hund mit Pferdekopf, Leute. Oh, das ist unser kleiner Buddy. Hey, Buddy. So, wir können ihn vielleicht auch hinsetzen. Nee, sitzen kann er nicht. Oh, tut mir leid, kleiner Buddy. So, dann Villager. Villager mit Schleim. Das müssen wir machen. Wir mischen den Villager mit dem Schleim und schauen mal, was da jetzt bei rauskommt. Das kann jetzt auch nochmal interessant werden. Misch den Villager. Oh, was? Das, was? Oh nein. Es ist ein Villager mit Schleim auf dem Kopf und er benimmt sich wie ein Schleim. Oh, nein, du Armer. Er kann auch nicht handeln. Es ist ein Schleim. Oh nein. Gut, kleiner Villager. Tut mir leid, du kommst jetzt in die Sammlung rein. Nein! Unbekannt starb. Nein! Unser Wolf, Hund, Pferd, wie auch immer, er hatte nicht meinen Namen, ist gestorben. Oh, ist das traurig. Oh, ist das traurig. Wieder ein Villager. Ein Villager. Oh, das müssen wir machen. Ein Villager mit einem Schaf. Ey, das müssen wir machen. Da kann wieder nur was Gutes bei rauskommen. Entweder es ist halt jetzt ein Villager mit so einem Schafskopf oder es ist nochmal was anderes. Ich bin mir unsicher. Aber es ist ein Villager mit einem Schafkopf. Okay, sieht ganz normal aus. Er sieht sehr cool aus und kann auch handeln. Okay, du kommst in unsere Sammlung auf jeden Fall hinein. So, einmal hier die Sammlung bitte. So, einmal hier mitgenommen. Tada! So... Alles klärchen. Diesmal haben wir wieder ein Schaf und auf der anderen Seite ein Enderman. Ein Enderschaf? Okay, wir checken das mal.
gucken, was wir da diesmal rausbekommen in der Mitte. Enderman schon sehr interessant. Und dann auch noch mit einem Schaf gemischt. Wir schauen rein. Was? Er hat sich schon wegteleportiert. Wo ist er hin? Nein, da hinten. Da hinten ist er. Oder? Es ist ein Ender. Oh, er ist wieder weg. Oha, was? Dieses Enderschaf scheint sich richtig schnell fortzubewegen. Ich kann es nicht mal mehr finden. Wo? Guck mal, wie da hinten im Wald einfach. Hier hinten im Wald läuft einfach hier das Schweinekuh. Ich bin ein Schwein und ich habe gerade Milch gegeben. Hast du hier die Milch gegeben oder was, du Schweinekuh? Oh nein, was eine Katastrophe. Hier laufen nur noch verrückte Tiere herum. Da drin ist er. Da drin ist der, das Enderschaf. Enderschaf? Oh, er hat sich wieder wegteleportiert. Oh Mann, das Enderschaf ist ja mit das scheueste Tier, was wir jemals kreiert haben. So, wir gehen mal weiter rein. Und jetzt machen wir mal was Eigenes. Was mischen wir hier? Wir können hier mischen. Lass uns mal mischen. Wir werden jetzt mal eine Lohe einfach mal mit einem Enderman vergleichen. Okay, ein Enderman, das kann sehr interessant werden. Auf der linken Seite ein Enderman und auf der anderen Seite machen wir mal eine brennende Lohe. Okay, das kann sehr gefährlich werden, aber auch super interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht um die Lohe herum dann so Enderman-Köpfe vielleicht schweben. Wir schauen mal rein, drücken den Knopf und gucken mal, was in der Mitte rauskommt. Die Dinger drehen sich wieder. Oh, das wird spannend, das wird spannend. Die Enderlohe. Oh, was? Niemals. Oh, der kann sich teleportieren. Das ist eine Lohe, die Feuerbälle schießen kann und sich teleportieren kann. No way. Guck mal, ob der uns abschießen kann. Oh, oh. Okay, er kann uns sehen, aber er ist auch eher scheu. Was? Oh, er schießt mit Enderperlen. Er schießt mit Enderperlen, Leute. Nein, das ist ja ganz schlimm. Das ist mit das Schlimmste, was wir jemals kreiert haben. Ich bin so froh. ich würde vielleicht sogar mal versuchen, ein Enderman, ja, einmal Enderman auf der Seite. Und wenn wir jetzt hier einen Schleim mit einem Enderman miteinander mischen, mal gucken, was wir daraus bekommen. Das kann auch, glaube ich, spannend werden. Ne? Vielleicht wird es einfach nur ein kleiner, viereckiger, schwarzer Slime. Oder es wird ein Enderman in Schleimform. Mal gucken. Was ist da raus geworden? Hey, ist der schon abge... Oh, ich habe ihn gerade gesehen. Man hat ihn ganz kurz gesehen. Oh mein Gott, da ist der... Oh, diese ganzen Endermans. Wo ist der Schleim hin? Oh nein, das ist so ein kleiner lila Schleim. Ich habe ihn gesehen. Aber er ist sofort weg. Oh nö. Bitte sag mir nicht, dass er sofort weg... Oh, Alter, diese Lohe sieht so cool aus. Wirklich. So, dritte und dann verbundene... mit einem Dorfbewohner. Okay? Mal gucken, wie das aussieht. Wird da denn der Enderman wie ein Villager aussehen? Oder wird der Villager wie ein Enderman aussehen? Das gucken wir uns mal an. Ah, wofür er sich da entscheidet. Schon wieder weg. Wo? Ich habe ihn ganz kurz gesehen. Da. Da ist er. Was ist das denn? Es ist ein Villager und man sieht seine Nase so ein bisschen. Schaut euch das mal an. Oh, sieht der räudig aus. Oh, nein, nein, nein. Guck mal, guck mal. Der Villager hat einfach keinen Bock mehr. Der will sofort wieder verwandelt werden. Oh, Mann. Okay, okay. So, den sperren wir mal ein. So. Hier. Nee, die Endermans lassen sich tatsächlich nicht einsperren. Aber der da, der hat sofort keinen Bock mehr. Der will sofort wieder verwandelt werden. Der ist sofort wieder in diese Kabine reingegangen. Okay, wir löschen ihn mal raus. Machen wir nochmal heute nochmal ein zufälliges. Und zwar diesmal ein Skelett mit einem Wolf. Beide sind grau. Beide sind ähnlich. Wir probieren das Ganze mal aus. Wir spawnen beide mal wieder. Und gucken mal, was da jetzt rauskommt. Okay? Die ganzen werden, das ganze Zeug wird jetzt nochmal hier ordentlich durchgemischt. Und rauskommt, ein Skelett, was tatsächlich einen Hundekopf beinhaltet. Ich guck mal, ob ich schnell Wasser finden darf. Schnell Wasser. So. Oh, nicht sterben, mein Kleiner. Hier. Okay. So, jetzt habe ich ihn tatsächlich gerettet.
Sehr cool. Einfach ein anderer Kopf. Sieht aber sehr passend aus. Könnte auch wirklich aussehen wie so ein richtiges Tier dementsprechend. Und so kann man sich ein Skelett als Hund sozusagen vorstellen. Kann man diesem Hund ebenfalls vielleicht ein paar Knochen geben? Mag er vielleicht Knochen? Nee, nimmt er nicht. Er will keine Knochen haben. Okay. Okay, einen müssen wir noch machen. Einer geht noch. Ein letzter. Und auf die rechte Seite kommt jetzt ein Schleim. Und auf die linke Seite kommt ein Zombie. Und dann gucken wir mal, was aus einem Schleim und aus einem Zombie wird. Ich glaube, ich habe da was gesehen. Und ich glaube, wenn das genau rauskommt, was da auf dem Bild war, dann wird es sehr witzig. Und ein gutes Finale. Und zwar der Zombie-Schleim. Es ist einfach nur ein Schleim mit einem Kopf drinne und zwei Armen. Oh Mann, das, was ist das denn? Das ist ganz komisch. Okay, das ist ganz komisch. Okay, meine werten Damen und Herren, das war Tiere mixen, Monster mixen mit mir eurem Roman Romance geben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben und schaut auf jeden Fall gerne im Shop vorbei. Dort gibt es coole Merchandise-Artikel von Aerosol. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao!